Die allermeisten Tötungsverbrechen sind Beziehungstaten. Das heißt, Täter und Opfer kannten sich. Und wenn man das Umfeld des Toten untersucht, dann findet sich oft, ganz oft auch der Mörder. Doch was ist, wenn man nicht weiß, wer der Tote ist? Wenn man einen Unbekannten findet, noch dazu in solch einer Metallkiste hier? Die Ermittler in Sachsen-Anhalt stehen genau vor dieser Frage. Und sie hoffen heute auf ihre Hinweise. Denn die Spur des unbekannten Toten, der in dieser Metallkiste lag, führt auch nach Berlin und Brandenburg. Das Ende eines Verbrechens. Eine Kiste versinkt in der Elbe. Ja, die Täter hatten offensichtlich die Absicht, die Leiche für immer und für ewig zu entsorgen. Wir wissen nicht, wie viele Wochen er im Wasser gelegen hat. Wer ist dieser Mann in dieser Kiste? Beziehungsweise, wie ist er in die Kiste hineingekommen? Das ist das Gesicht des Mannes, der in der Kiste lag. Warum musste er sterben? Bisher kennen die Ermittler nur das letzte Kapitel der Geschichte. Es ist Dienstag, der 5. Juli 2016. Die Elbe bei Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Ein Paddler ist unterwegs. Plötzlich entdeckt er am Flussufer eine Metallkiste. Er paddelt näher und schreckt zurück. Er konnte ja irgendwie was erkennen, was auf einen menschlichen Körper hindeutete. Der Paddler ruft sofort die Polizei. Und sich dann bei den weiteren Untersuchungen herausstellte, dass tatsächlich ein menschlicher Leichnam in dieser Kiste war. Die Obduktion stellt klar, der Mann war ca. 50 Jahre alt und er wurde ermordet. Offensichtlich wurde hier mit vergleichsweise großer Brutalität vorgegangen, was insbesondere den einzelnen Tatablauf angeht. Dazu kann ich keine weiteren Angaben aus ermittlungstaktischen Gründen machen. Nur so viel, der Mann war bereits seit mehreren Wochen tot. Wann genau er starb, ist jedoch unklar. Wir wissen nicht, wie viele Wochen er im Wasser gelegen hat, ob er nicht möglicherweise irgendwo im Kühlschrank. Große Gefriertruhe samt Kiste, keine Ahnung. Für die Ermittler stellen sich viele Fragen. Wer hat den Mann umgebracht und warum? Und vor allem, wer ist der Mann? Diese Frage hat für die Polizei höchste Priorität. Wir gehen davon aus, dass möglicherweise der Täter erst dann ermittelt werden kann, wenn wir auch die Identität des Getöteten kennen. Anfangs glauben die Ermittler, dass sich schnell klären lässt, wer der Tote ist. Denn an seinem Körper finden sich viele Hinweise. Also besonders markant ist natürlich die Tätowierung mit dem Namen Michaela, die Sie hier sehen. Ja, da sieht man natürlich, dass es doch ein sehr markanter Schriftzug auch ist, der dort auf dem linken Unterarm zu sehen ist. Letztendlich ist es so, dass wir ermitteln konnten, dass diese Tätowierung schon einige Zeit am Körper sich befand, des Toten, dass sie durchaus von professioneller Hand gestochen wurde. Wer ist diese Michaela? Sie muss dem Toten vermutlich sehr nahe gestanden haben. Und dann haben wir als zweites markantes Merkmal diesen goldenen Ring, ebenfalls mit der Inschrift Michaela. Vielleicht ein Ehering? Gibt es ein Gegenstück dazu mit dem Namen des Toten? Trug oder trägt ihn eine Frau vielleicht noch heute? Die Person Michaela ist für uns von besonderem Interesse. Sie kann möglicherweise Auskünfte geben, die uns deutlich weiterbringen. Doch wer ist diese Michaela, die dem Toten so vertraut war? Bis heute hat sie sich nicht gemeldet. Weiß sie von dem Verbrechen? Die Asservatenkammer der Polizeidirektion Dessau. Ralf Moritz zeigt uns die Kiste, in die der Tote regelrecht hineingezwängt wurde. Ja, die Kiste wurde natürlich sehr intensiv untersucht, nach daktyloskopischen Spuren, nach DNA-Spuren, aber auch nach Farbspuren. Dabei machen die Fahnder eine interessante Entdeckung. Schleifspuren von einem anderen Lack. Die führen zu dem Ort, an dem die Kiste in die Elbe geworfen wurde. Eine Brücke der Autobahn A9, die kurz vor Dessau die Elbe überquert. Sowohl an der Leitplanke als auch am Geländer der Brücke finden sich Lack- und Schleifspuren, die eindeutig von der Kiste stammen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlung gehen wir davon aus, dass die Täter gehofft hatten, dass die Kiste sehr schnell sinkt und dass die Kiste und der Leichnam offensichtlich nicht gefunden werden. Die Ermittler gehen von mindestens zwei Tätern aus, denn die Kiste mit dem Opfer wog mehr als 75 Kilogramm. Sie zogen sie offenbar erst über die Leitplanke, dann über das Brückengeländer und warfen sie schließlich in die Elbe. Und zwar auf der Seite, auf der die Autos aus Richtung Berlin und Brandenburg kommen.
Kamen also Täter oder Opfer möglicherweise aus Berlin und Brandenburg? Wir wissen nach wie vor noch nicht, um welche Person es sich handelte, die in der Kiste war. Wir wissen auch nicht, wo der Tatort ist, wo dieses schwere Tötungsdelikt stattgefunden hat. Die Ermittler hoffen nun, dass die Kiste selbst den entscheidenden Hinweis bringt, denn sie hat viele eindeutige Erkennungszeichen. Eine Besonderheit der Kiste ist, sie ist mit dem Schriftzug Albert Glückel versehen. Wir konnten auch in der Kiste einen CDF-Meinzelmännchen-Aufkleber feststellen, der drin war. Und ein deutlicher Hinweis auf den Hersteller Original Betra-Qualität fand sich auch im Innenbereich des Deckels. Eine alte Werkzeugkiste aus dem Bergbau? Doch trotz der vielen Kennzeichen, die Polizei findet weder eine heiße Spur, noch melden sich Zeugen mit einem entscheidenden Tipp. Der Tote ist immer noch ein Opfer ohne Namen. Spätsommer 2016. Die Ermittler schalten die Kriminalbiologin Christine Lehn von der Rechtsmedizin München ein. Sie ist Expertin für die sogenannte Isotopenanalyse. Wir können ermitteln, wo ein Mensch während verschiedener Lebensperioden gelebt hat. Also in Kindheit und Jugend, während des Erwachsenenlebens und eben in der Zeit kurz vor seinem Tod. Ermittler aus ganz Europa wenden sich an Christine Lehn, oftmals als letzte Hoffnung. Auch die Polizei Sachsen-Anhalt schickt ihr Gewebeproben des unbekannten Toten. Also zum einen sind das die beiden Zähne, einmal der Sechserzahn, ein Achterzahn. Dann haben wir hier Haarproben, da bekamen wir Brusthaare und Bartstoppeln. Und hier eine Rippe und hier ein Stück Oberschenkelknochen. Die Proben werden in einem aufwendigen Verfahren untersucht. Die Isotopenanalyse kann, wenn sie erfolgreich ist, erstaunliche Informationen ans Tageslicht bringen. Das, was wir essen und das, was wir trinken, das wird auch in unserem Körper gespeichert. Und je nachdem, wo die Nahrung wächst, wo die Getränke, wo das Wasser herkommt, bekommen wir auch verschiedene Isotopenwerte der Elemente aus Nahrung und Getränken. Und diese Signatur findet sich letztendlich in unseren Geweben wieder. Doch kann Christine Lehn auch dem unbekannten Opfer aus der Kiste ein Stück seiner Geschichte zurückgeben und damit einen entscheidenden Hinweis liefern, in welche Richtung die Ermittlungen laufen sollten? Das Ergebnis unserer Isotopenanalysen war, dass der Mann in Kindheit und Jugend nicht in Mitteleuropa gelebt haben kann, sondern am ehesten eben auf dem Balkan. Und am wahrscheinlichsten ist Bulgarien oder eben auch das östliche Kroatien. Doch wenn der Tote aus der Kiste gar nicht aus Deutschland stammt, warum wurde er dann hier gefunden? Auch darauf gibt die Analyse eine Antwort. Im Laufe seines Lebens, also so etwa 6 bis 10 Jahre vor seinem Tod, sind die Werte sehr mitteleuropäisch. Also da dürfte er sich weitestgehend in Deutschland aufgehalten haben, vielleicht sogar in der Region, wo auch die Leiche aufgefunden wurde. Wichtig ist auch ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Er hat die letzten Jahre seines Lebens nicht nur in Deutschland verbracht, sondern er hat sich auch sehr deutsch ernährt. Das haben wir schon häufiger festgestellt, dass gerade Menschen, die dann sozusagen diese typisch deutsche Küche haben oder auch Werte einer typisch deutschen Küche, dass die dann oft auch in der Partnerschaft mit einem Deutschen sind oder auch in einem Familienverbund. Ist die geheimnisvolle Michaela also eine Deutsche? Lebte er in einer deutschen Familie? Die Polizei hat jetzt eine neue Spur. Wenn der Mann aus der Kiste hier gelebt hat, hat er wahrscheinlich auch hier gearbeitet. War er vielleicht ein Erntehelfer, wie viele Osteuropäer? Zum Beispiel auf den Spargelfeldern in Brandenburg. Im Frühsommer 2017 entschließt sich die Polizei zu einem ungewöhnlichen Schritt und startet eine Flugblattaktion unter Erntehelfern. Davon haben wir über 1000 Exemplare gedruckt, die wir jetzt eben auf diesen Spargelhöfen verteilen. Dabei unterstützen uns die Kollegen der Brandenburger Polizei. Die Brandenburger Polizisten Sandy Ballerstein und Gilbert Christensen machen sich auf den Weg. So wie viele andere Polizisten in Brandenburg.
Ihr Ziel? Die Spargelhöfe. Auf diesem Hof im Westen Brandenburgs empfängt sie die Chefin persönlich. Sie unterstützt gerne die Arbeit der Polizei. Wir haben auch unsere Dolmetscher da, die das dann den Personen übersetzen können. Das wäre super, ja. Genau, so würden wir es machen. Der erste Weg führt die Polizisten in die Spargelwasch- und Sortieranlage. Hier arbeiten vor allem Frauen. Kennt eine von ihnen den unbekannten Toten? Heißt eine womöglich Michaela? Auch die Polizisten müssen hier Schutzhauben tragen. Sie hoffen, dass sich der Fahndungsaufruf schnell herumspricht. Wir hängen es deshalb an, weil mir gesagt wurde, dass hier die Mitarbeiter ihre Materialien immer holen. Dass also hier ein ständiges Kommunikation ist. Da kann also jeder, der hier mal kommt, auch dieses Bild sehen. Und dann weiß er, aha, hier wird was gesucht. Und wenn er wirklich irgendwelche interessanten Hinweise geben kann, kann er zumindest mal nachfragen, was hat es denn damit auf sich. Dann fahren die Brandenburger Polizisten direkt zu den Erntearbeitern auf die Felder. Als sie eintreffen, machen die Frauen und Männer eine Pause. Sie sind meist Osteuropäer, wie das Mordopfer. Hat der Mann mit ihnen gemeinsam auf den Feldern gearbeitet? Das sind Fahndungsaufrufe der Polizei. Gilbert Christensen verteilt die Fahndungsaufrufe, ein Dolmetscher übersetzt. Es gab einen unbekannten Toten. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass er möglicherweise auch aus dem Umfeld von Erntehelfern zu finden sein könnte. Die Erntehelfer hören zu. Sie sind sehr interessiert. Vielleicht erkennt ja jemand das unbekannte Opfer, den Toten aus der Kiste. Das Schönste wäre natürlich, wenn sich was ergibt. Ne? Wenn man rausfindet, wer ist die Person, zumindest erstmal weiß, wer ist das, wer ist der Verstorbene. Doch hier kennt keiner den Toten. Auch die anderen Befragungen in ganz Brandenburg laufen ins Leere. Die Suche wird immer weiter ausgedehnt, schließlich auf ganz Europa. Es sind inzwischen über 100 Hinweise eingegangen aus dem In- und Ausland. Aber der Entscheidende, der uns wirklich auf die Person Michaela beziehungsweise auch auf die Identität des Toten bringt, war bisher nicht dabei. Nach 15 Monaten Ermittlungen ist die entscheidende Frage noch nicht beantwortet. Wer ist der Tote? Da ist der Ehrgeiz wirklich ungebrochen und man will unbedingt die Identität des Toten und dann auch seinen Mörder überführen. Ein Tötungsdelikt verjährt nicht. Also wir werden auch unsere Ermittlungen nicht einstellen und auch nicht ruhen, bevor nicht diese Straftat aufgeklärt ist. Auch Olaf Braun ruht nicht. Er ist der zuständige Staatsanwalt für diesen Fall. Guten Abend. Guten Abend, Herr Mann. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir wollen noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was wissen Sie bislang über den Toten? Sehr wenig. Wir wissen, dass er zu Lebzeiten 1,80 Meter groß gewesen ist, 75 Kilo schwer etwa, war insgesamt von sportlicher Statur. Mehr wissen wir über ihn leider nicht. Wir haben bisher noch nichts zum Zahnstatus gehört. Auch das ist ja oft eine wichtige Geschichte, um Tote zu identifizieren. Was wissen Sie über den Zahnstatus? Der Zahnstatus war eher desolat. Offensichtlich hat der Tote nie den Mut gehabt, rechtzeitig zum Zahnarzt zu gehen. Es gibt eine neue Spur, ganz aktuell, bisher auch so noch gar nicht veröffentlicht. Und die betrifft das Tattoo, diese Schrift Michaela auf dem Arm. Was ist da neu? Ja, wir wissen, dass dieser Schriftzug am 12.05.2016 im Internet zum ersten Mal auftauchte. Und nach dem Abgleich mit der Tätowierung, die der Tote auf dem linken Unterarm trug, haben wir feststellen müssen, dass der Schriftzug, so wie er im Internet zu finden ist, nahezu identisch ist mit dem tätowierten Schriftzug Michaela auf dem Unterarm. Das heißt, es ist eine Computerschrift, die da tätowiert worden ist. Und das heißt, wenn die im Mai 2016 zum ersten Mal auftrat, dass das Tattoo recht frisch gewesen sein muss? Richtig. Wir wussten zunächst nicht, wie frisch es ist, weil sich eben die oberen Hautschichten gelöst haben. Nunmehr wissen wir aber, dass es ganz offensichtlich nach diesem Internet-Schriftzug gestochen worden ist. Insofern muss es nach dem 12.05. passiert sein. Das heißt, glaube ich, auch eine Frage an alle Tattoo-Studios, wo könnte das passiert sein? Genau, ein Aufruf der Tätowierer, der das gestochen hat, oder Mitarbeiter im Tattoo-Studio, die das gesehen haben, mögen sich bitte melden. Ein wichtiges Fahndungsindiz ist die Metallkiste, in der der Tote gefunden worden ist. Wir gehen mal beide rüber. Das ist die Originalkiste. Viele haben gerätselt, was hat das mit der Aufschrift Albert Glückel auf sich? Welche Erkenntnisse gibt es da bislang? Wir haben keine konkreten Erkenntnisse. Wir wissen auch nicht, ob es nun Albert Glückel ist oder Albert Glück 1. Wir nehmen an, dass es sich auf einen Schachtbergbau bezog, wo auch diese Kiste typischerweise als Werkzeugkiste benutzt worden ist. Aber definitiv können wir das auch heute nicht bestätigen. Es gab ja diesen Meinzelmännchen-Aufkleber auch drin, der ist jetzt mittlerweile ab. Wir können das mal aufmachen.
Karten fallen auch aber auf eine Kiste, die im deutschen Raum genutzt worden ist. Die ist im deutschen Raum benutzt worden. Sie wurde bis Anfang der 90er Jahre verkauft. Hier an der Stelle befand sich der Mainzelmännchen-Aufkleber, wie wir das eben im Film sehen konnten. Ich denke, ein sehr markanter Aufkleber. Ein normaler Monteur dürfte eventuell ein wenig geschmunzelt haben, wenn er das bei seinem Kollegen gesehen hat. Ja. Wenn Sie sagen, der Tote ist 1,80 Meter groß, war zu Lebzeiten 1,80 Meter groß, wie passte er in diese kleine Kiste hinein? Ja, man könnte fast meinen, diese Kiste war Maßanfertigung. Er lag sozusagen in Embryonalstellung, wie man das nennt. Unterschenkel, Oberschenkel, Oberkörper und dann oben in der Ecke der Kopf. Und war dadurch so eng in der Kiste drin, dass diese Kiste dann, um den Toten aus der Kiste herausheben zu können, aufgeschnitten werden musste. Nun wissen alle, die sich mit Krimis ein bisschen auskennen, wenn jemand umgebracht wird, irgendwann tritt die Leichenstarre ein. Was heißt das? Der musste wahrscheinlich vor der Leichenstarre hier reingebracht worden sein. Das ist jetzt spekulativ, aber wir gehen davon aus, dass er unmittelbar oder ziemlich zeitig nach dem Tod in diese Kiste verbracht worden ist. Ansonsten hätte man warten müssen, bis die Leichenstarre wieder durch ist. Machen Sie wieder zu. Das heißt, dass einen Hinweis habe ich noch vorne. Und zwar wurde hier zum Beispiel mit einem, wir wissen jetzt nicht, roten Filzer, roten Wachsstift, der Buchstabe A und noch der Buchstabe C. Es können eventuell Initialen eines anderen Verwenders gewesen sein, aufgebracht. Die sind nur noch schwer zu erkennen, A und C. Auch das könnte noch ein Hinweis sein, den möglicherweise ein Zuschauer mal gesehen hat. Okay, gehen wir zurück zum Tisch. Das heißt, wenn der Tote so unmittelbar nach dem Mord dort hineingebracht worden ist, dann muss die Kiste auch in Tatortnähe gewesen sein. Irgendwo. Davon ist auszugehen. Ansonsten müsste ja Täter und Umfeld zusammengearbeitet haben, um entweder den Toten zur Kiste hinzubringen oder aber dann später erst die Kiste zum Toten. Okay, nochmal zusammengefasst. Welche Fragen haben Sie an die Zuschauer? Wo kann ein Zuschauer jetzt helfen? Uns interessiert, wer kennt diesen Toten, den wir ja vorhin auf dem Bild gesehen haben. Wer weiß, wo er möglicherweise gelebt hat oder sich zumindest wahlweise aufgehalten hat. Wer kennt möglicherweise eine Dame namens Michaela, in deren Umfeld ein männlicher Begleiter seit Mai, Anfang Juni letzten Jahres fehlt. Denn das müsste dann, so gehen wir jedenfalls davon aus, der Tote sein. Wer kennt diese Kiste, die ja ganz markante Zeichen aufweist, die möglicherweise die Zuschauer gesehen haben und sich eingeprägt haben. Und abschließend nochmal die Frage, wer aus dem Umfeld der Tätowierstudios hat möglicherweise diesen Schriftzug gestochen? Wichtige Frage, es gibt eine Belohnung, 2500 Euro für Hinweise, die helfen, das Verbrechen aufzuklären. Ja. Dankeschön für den Besuch, Herr Braunhorte, bei uns. Ihre Hinweise, liebe Zuschauer, bitte an die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Ost unter der Telefonnummer 0800 6000 291 oder an jede andere Polizeidienststelle.